Moin, moin. Dieses Sparschwein, was da gedruckt wird, das drucke ich gerade mit Crea Vesum Mod, ich glaube 4.1. Hier gerade noch runtergeladen. Zum Glück hat er die Bill Touch Sachen mit übernommen. Habe ich vergessen einzutragen, ging aber trotzdem. Das sieht auch relativ gut aus in Schichtauflösung 0,2 mm. Davor habe ich das hier gedruckt. Das ist mit billig eBay-Filament gewesen, B-Ware. Steht halt nicht viel drauf. Also, kann man es erkennen? Ah, er steht sogar scharf. Ja. Ich habe das auch mit einem Messschieber gemessen. Es kommt eigentlich hin mit 1,7 mm. Aber was ich mich wundert, auch hier direkt da in dieser. Da kann man gar nicht zeigen. Also da, diesen Schichtversatz, den gibt es im Modell nicht. Sehr seltsam. Und ich muss ganz kurz die Kamera, das Display noch draufdrucken, der hat sich verstellt. Und also ich habe schon mehrere Sparschweine in der Form gedruckt, funktionieren alle wunderbar. Aber von der Qualität her war ich enttäuscht, weil dieser Schichtversatz da war. Das habe ich bei diesem Filament fast gar nicht. Das sieht auf der Kamera meiner Meinung nach nicht so gut aus, weil da hat man immer so eine durchsichtigen Linien drin. Das hängt aber vom Filament zusammen. Das ist jetzt kein Druckfehler. Ein bisschen Stringing habe ich auch noch. Sieht man wahrscheinlich. Ja doch, kann man gut erkennen auf der Kamera. Und mit der Firmware, die du empfohlen hattest, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, vor 2-3 Videos, glaube ich. Da funktioniert auch endlich mal der BL Touch hervorragend. Das ist ja auch die Version 3, die ein bisschen Probleme verursacht, weil da noch auf dem Mainboard ein Kondensator ist, den man, glaube ich, entfernen müsste, theoretisch. Aber die funktioniert auf jeden Fall erstklassig und da ist auch das 1.5 Silent Mainboard drin. Da hatte ich ja auch in den YouTube-Kommentaren erstmal hingeschrieben, dass es nicht funktioniert hat mit dem BL Touch. Ich habe es aber dann später ja dann doch hinbekommen. Zu guter Letzt noch der Doppelgear-Extruder hier vorne. Der hat leichten Abrieb leider, weil da vorne, wo das Filament reingeht, das läuft spitz zu. Und das ist wahrscheinlich gedacht für flexibles Filament, aber leider sehr scharfkantig. Ich habe da schon mit einem etwas größeren Bohrer mal ein bisschen reingebohrt, damit da ein größerer Abstand ist, aber es hat noch nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ich musste auf jeden Fall auch die Zahnräder ölen, die haben sonst gequietscht, wahrscheinlich weil es auf dem Boden schleift. Da sind auch zwei nicht Kugellager drin, sondern so eine länglichen, ich weiß nicht, wie die sich nennen. Und hier an der Seite, da gehört eigentlich noch ein Poprind rein, da vorne. Da ist aber zu wenig Platz zwischen der Gewindestange. Den habe ich nicht reingekriegt. Und da könnte es auch theoretisch das Filament am Gewinde schleifen. Muss ich halt noch mal gucken, ob das passiert. Bis jetzt noch nicht. Das ist auch eine spezielle Befestigung, wo die Filamentrolle sich viel leichter bewegt, als wenn es von oben kommt. Das hat mir wirklich sehr geholfen, weil der Extruder da teilweise bei mir überfordert war. Ja, was habe ich noch gemoddet? Das sind einmal hier dieser X-Spanner und dieser Y-Spanner. Seitdem ist das Druckbild auch noch besser geworden. Und ja, das Beste war halt dieser BL Touch, wenn das mal funktioniert mit der Firmware etc. Ja, das war's, glaube ich. Ja. Achso, und was ich noch ein Problem habe, vielleicht kannst du mir da helfen, bei diesem Capricorn Tube. Der geht immer aus dem Poprint raus, egal was ich mache. Ich habe ja da auch so ein, wie nennt sich das, so eine Verriegelung, Unterlebscheibe etc., so eine blaue. Aber trotzdem bewegt sich irgendwann der Capricorn Tube, das sieht man ja jetzt auch beim Retraction hin und her. Das geht ein paar Mal gut und ich hatte den jetzt schon gekürzt, weil er schon so viel Abrieb war. Vielleicht hast du da noch eine Idee. Bis dann. Tschüss.